Hallo, ich habe vom Bangler seinem Honeypot-Projekt ein Logfile von ihm gekriegt und das möchte ich mir natürlich gerne mal anschauen. Als erstes mal entpacken, tar xvzf ssh Honeypot. Schauen wir uns mal an. Schön, gut. Ah, hier vorne hat er wohl seine IP-Adresse rausgelöscht. Gut, dann muss ich das nicht machen. Und was wir hier sehen, sind eben IP-Adressen, von denen aus versucht wurde, sich auf dem Rechner einzuloggen. Username und Passwort. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal, ob überhaupt in allen. Sollten wir vielleicht so machen, ja. Schauen wir doch mal, ob in allen Dateien auch wirklich eine IP-Adresse drin ist. Ne? eGrab. Bis 9. Das kommt 1 bis 3 mal vor. Danach kommt ein Punkt, der muss geslasht werden, weil Punkt bedeutet ja beliebiges Zeichen. Und das kommt dreimal vor. Das sollte eigentlich schon reichen. Minus V. Okay. Sind wohl ein paar Sachen drin, die keine IP-Adresse enthalten. Leerzeilen brauchen wir alles nicht. Also, sehr schön. Das sind jetzt also die IP-Adressen. Und jetzt könnte man sich ja mal anschauen, mit welchem Benutzernamen denn da so gekommen wird. AWK. Print $NF und zwar minus 1, also Number of Fields minus 1 ist das vorletzte Feld. Und danach noch gleich Sort Unique minus C, Sort minus NR. Und dann schauen wir uns mal die häufigsten 20 Benutzernamen an mit einem kleinen Head. Okay, hauptsächlich wird Root verwendet, aber auch Administrator. User, Test, Ubuntu, Oracle, Postgres, FTP, User Support, MySQL, User 1, Demo. Okay, interessant. Können uns auch anschauen, was die häufigsten Passwörter sind, also die Passwörter, mit denen am häufigsten versucht wurde, drauf zuzugreifen. Das steht in $NF. Okay, 3, 4, 5, 6. Passwort, QWERTY. Ja, und was sind die häufigsten Kombinationen? Da brauche ich ja dann hier nur noch $NF minus 1. Und dann hier ein, da reicht das Komma. Und was sind die häufigsten Kombinationen? Da. Root 1, 2, 3, 4, 5, 6. Root, Root. Test, Test. Ubuntu, Ubuntu. Ja, ihr seht schon ganz deutlich dieses supersichere Passwort, das ich in Filmen immer verwende. Das wird natürlich auch sehr häufig angegriffen. Aber wir sehen schon, wie schön das ist, so auf der Bash solche Sachen auszuwerten. Als letztes vielleicht noch. Nee, nicht NL, sondern WC-L. So. Okay, 1,2 Millionen Einträge. Also doch schon eine ganze Menge. Ja. Gut, das war das zum Thema, ein Honeypot mal auszuwerten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.